einmal rühren. Und noch einmal rühren. Und fertig. Das riecht aber sehr lecker, Bert. Ja. Das schmeckt auch sehr lecker. Willst du vielleicht auch mal probieren? Oh ja. Und? Was sagst du? Oh, lecker, ja. Aber da fehlt noch was. Vielleicht ein bisschen Zucker. Zucker? Hier kommt der Zucker. Probier mal, Bert. Ja, ganz gut. Vielleicht ein Tick zu süß. Du hast völlig recht, Bert. Das ist viel zu süß. Wir brauchen unbedingt noch mehr Salz. Mehr Salz? Ja, mehr Salz. Aber... So, schön salzen. So, hier noch ein bisschen mehr Salz. So, ist es so besser, Bert? Ja, schon besser, Elmo, aber vielleicht ein Tick zu salzig. Och, wie schade. Oh, das sieht aber gut aus. Ich mag Rot. Chilischoten, die sind doch viel zu scharf. Chili, was für ein lustiger Name. Das hilft bestimmt gegen zu süß und zu salzig. So, fertig. Jetzt können wir die Suppe essen. Du zuerst. Aber ist die Suppe nicht jetzt viel zu scharf? Bestimmt nicht, Bert. Also gut, ich zuerst. Das schmeckt scheußlich. Das ist viel zu scharf und viel zu salzig und viel zu süß. Ach, schade, Bert. Du machst sonst so leckere Suppen. Was riecht denn hier so lecker? Bert hat Suppe gekocht. Lecker. Warte, Krümmel. Die Suppe ist so... Kompliment. Sehr lecker. Ihr habt aber vergessen zu würzen. Aber kein Problem, mach ich schnell. So, was haben wir denn da? Pfeffer, Muskat, kenne ich nicht. Aber rein damit. So, und Ketchup, genau. So, und Chilis. Ja, so, rein. Ja. Ah, Zucker und Salz. Ach, so. Ja. Wollt ihr auch? Prima! Lecker! Beste Suppe der Welt! Und zum Nachtisch? Noch einen Keks. Ciao, Leute, man sieht sich. Bert?